Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Nordfriesischen Marsch. Wir machen mit der Ernte weiter. Der Traktor hat ihn voll weggeschoben. Darum werden wir hier wieder anfangen. Jetzt werden wir uns das gleich darum kümmern, unseren hier besoffenen der aktuell alles schön spritzt. Hier mal schauen, die Ränder, die Ecken vor allen Dingen. Ja, was machen wir jetzt mit der kleinen Fläche? Da werden wir uns die kleine Unkoppelkämpfung besorgen müssen. Eine sinnvolle kleine Unkoppelkämpfung. Aber extra einen kleinen Drescher, das wir anschaffen. Kleine Maschinenprinzip. Die kleinen Wiesen. Kleine Maschinen. Geht nicht anders. So, noch an der Ecke noch schauen, ob da noch was ist. Sehr wahrscheinlich. Ja, was machen wir am besten mit diesem Feld? Wie gesagt, um Kroppenkämpfung kann man immer Kleines kaufen, das ist kein Problem. Für Düngen, da haben wir was Kleines. Ja, und für die Ernte. Wird es auch gehen. Bei Gras wird auch nicht weg. Auch nicht schlecht. Oh ja, gut. Ist aber auch ein Widerspruch an sich, ne? Klappen wir ein. Machen wir gleich mal Kontrolle machen gleich. Oben ist Düngen aktiv. Noch nicht fertig. Und zwar, wenn wir mal schauen, hätten wir schon am Anfang machen müssen. Erntereif. 15 ist Erntereif. 2 dauert noch ein bisschen. Das ist gut. Bodenbeschaffenheit gedüngt. Da muss gepflügt werden, weiß ich. Aber kein Kalk. Und kommt es weg, gut die Ecken. Ach, da hat man so das Gras drinne. Da ist er bei. Wie weit ist Gras? Eine Wachstumsstufe. Das ist im Grunde erntereif. Aber ich mache einmal 15 fertig. Und 13 nicht geflügt. Aber da mal sehen wir da. Das meiste ist eben grün drin, geht sowieso nicht weg. Ach, was shit. Da holen wir nächstes Mal eine kleine Maschine, dann wir hier wieder reinbringen. Kleiner und fertig. So. Also. Wir machen jetzt noch Mohn weiter. Ich denke mal, der Ernteverlust wäre kleiner als so viel Unkraut, fand ich, ein bisschen ausgegeben haben an Kosten.
Das ist Folge Nummer 4, Donnerstag. Ich wünsche allen Herren einen schönen Feiertag. Bevor ich das vergesse. Ich hoffe ja, dass ihr alle ein langes Wochenende habt. Und ihr könnt ihr schön feiern. So. Gleich auffüllen, das dauert mal recht lange. Der Junge hat ein bisschen Probleme. Gut. Ja, ich habe die eingetippt, aber nicht geschrieben. Wieder Zeit habe ich heute. Schauen wir mal, ob der wieder ist. Der ist ja fast durch. Das heißt hier fast. Er ist so gut wie durch. LKW haben wir frei. Das macht. Wieso ärgert er mich heute? Gibt's doch gar nicht. Und daran so schwer. Ich muss lieber dabei bleiben, weil der Bruder ist nämlich nicht ganz so sauber heute. Wir wollen eine kurze Pause machen, dass heute noch ein Livestream läuft. Das wäre die Krönung. Ich verpasse das. Ohne Erinnerung war nicht da. Gesagt war Samstag. Das Gute ist, dass hier kein Stau ist, aber mit weniger Arbeit. Aha. Können wir mal was auf den wichtigen Sachen, ne? Zwar um diesen Fall. Heute ist das nicht so. Cosplay. Hat der nicht leer gemacht? Das dürfte gleich der Strohfuzzi fertig sein. Wir werden hier Strohballen verkaufen. Ja. Der hat es heute schwer, irgendwie. Nicht so einfach. Jetzt habe ich so ein gutes Mikrofon, das zu laut ist.
der Mond nicht an. Normalerweise schon. Doch. Hat er ihn nicht erkannt. Wollte auch meinen, ich hab doch alle aktuell. Na gut. Zumindest jetzt leer. Mein Problem ist mit der Zeit. Ich weiß es nicht genau. Der ist fertig. Hat die Ballenpresse schön Schaden. So, meine Lieben und Abschnitt, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich hoffe nicht so kurz. Ich hoffe auch nicht so lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns freuen auf ein Wiedersehen. Das Liken bitte nicht vergessen. Das wäre schön, danke. Ja, ein Abo wäre auch nicht schlecht. Dann sag ich mal Tschüss und Winke, Winke. Bis dann. Ciao, ciao.